Ständig surrt ein Ventilator. Ohne seine Kühlung würde sich Samaras Haut immer mehr entzünden. Die Krankheit treibt sie in den Wahnsinn. Mein ganzer Körper brennt. Ich fühle mich wie eine lebende Fackel. Das Mädchen mit der mysteriösen Krankheit. Schon der kleinste Temperaturwechsel lässt ihren Körper überreagieren und niemand kann ihr helfen. Das würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen, mit meiner Tochter zu tauschen. Ihre Krankheit ist der Horror. Ein Leben, als wäre man gefangen in einem Backofen, in dem Schmerzen und ständiges Hautbrennen keinerlei Normalität mehr zulassen. Es ist unerträglich, jeden Tag mit denselben Leiden aufzuwachen, zu wissen, dass man irgendwie gegen die Krankheit kämpfen muss, aber keine Waffen dagegen hat. Eigentlich ein völlig normaler Moment. Samara bereitet sich eine Pizza zu. Für sie allerdings die Hölle. Der Käse ist zu kalt, ihre Hände brennen. Alles, was nicht genau 17 Grad warm ist, löst heftigste Schmerzen im Körper der 26-Jährigen aus. Den Backofen anfassen, unmöglich. Ich kann die Pizza nicht in den Ofen schieben. Ein Moment völliger Verzweiflung. Das Leben der US-Amerikanerin besteht nur aus solchen Augenblicken. Es ist ein unerträgliches Brennen. Man will es sofort löschen, doch alles Wasser ist wirkungslos. Wie ein Brand, der sich nicht beseitigen lässt. Stattdessen wandert er durch meinen ganzen Körper. Die Ohren, das Gesicht, der Oberkörper, die Arme. Man fühlt sich wie im Ofen. Die Schmerzen sind extrem. Ein Gefühl, als würde man bei lebendigem Leib verbrennen. A burning sensation and you literally just feel like you're burning alive. Sie leidet an Erythromelalgie, einer seltenen Gefäßerkrankung, zu Recht auch Man-on-Fire-Syndrom genannt. Meist ist sie barfuß, Schuhe schmerzen, genau wie Kleidung, die an ihrer Haut scheuert. Samaras Körper ist auf 17 Grad Celsius programmiert. Die kleinste Temperaturschwankung löst extreme Hitzeschübe aus. Ihr bleibt nur ein einziger Halt. Ich trage all die bunten Haarbänder und Blumenkränze und Farben an meinem Kopf, weil es mich fröhlich macht. Es ist ein Lichtblick, der sehr wichtig ist für mich. Ich brauche etwas Fröhliches, das ich ansehen kann, anstatt all der Rötungen und der Schmerzen. Denn das Rot auf meiner Haut bedeutet Schmerzen. Mit 8 bricht die Krankheit bei ihr aus. Erst brennen die Ohren, dann wird es immer intensiver. Das Gesicht, der Oberkörper. Von Woche zu Woche wird es schlimmer. Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich ständig Schmerzen. Ich konnte daher keinen Beruf erlernen. Die Krankheit raubt mir alle Kraft. Am schlimmsten macht mir Stress zu schaffen. Er führt sofort zu Hautbrennen. Alle negativen Empfindungen sind Auslöser. Deshalb war meine Jugend auch so furchtbar. All die Probleme in der Schule. Und dazu noch die ständige Frage, was zur Hölle ist nur los mit mir? Eine Antwort darauf hat sie bis heute nicht. 146 Ärzte in 8 Jahren und keiner kann ihr helfen. Auch Samaras Vater Brian leidet an Erythromelalgie, sucht seit Jahren nach Hilfe. Ich recherchiere nun schon seit 18 Jahren und habe keinen Fall gefunden, der nur annähernd so schlimm wäre wie bei Samara. Schon die geringste Belastung löst Schmerzen bei ihr aus. Treppensteigen oder eine Temperaturschwankung von 1 oder 2 Grad reichen aus. Dann tickt ihr Körper förmlich aus. Meine größte Angst ist, dass sie die Schmerzen irgendwann nicht mehr aushält und sich in ihrer Verzweiflung etwas antut. Samara sagt, davon bin ich weit entfernt. Tatsache aber ist, sie kann das Haus ihrer Eltern kaum mehr verlassen, lebt in einer dauergekühlten 17-Grad-Isolation. Sie sollte niemals Kinder kriegen, haben Ärzte ihr geraten. Zu hoch das Risiko, die Krankheit auf sie zu übertragen. Die Beziehung zu Nate hielt diese Belastung nicht aus. In besonders kritischen Phasen war sie unansprechbar. Sie konnte vor lauter Schmerzen nicht mal zuhören. Man hat sie nicht mehr erreicht. Das ist das Schlimmste, die Hilflosigkeit. Hilflos fühlt sich auch Samara. Nur Ventilatoren, die permanent in Betrieb sind, machen ihr Leben erträglich. Es ist die Hölle auf Erden. So will kein Mensch leben. So isoliert, so unfähig, tun und lassen zu können, worauf man Lust hat. Samara will den Kampf nicht aufgeben. Deshalb sucht sie den Weg in die Öffentlichkeit. Sie hofft auf Hilfe, denn sie möchte daran glauben, dass es da draußen noch Ärzte oder Forscher gibt, die sie von ihrem Leiden befreien können. Es ist halt schwer für mich auch, dass sie jetzt meinen Mann mitgenommen haben, obwohl ich schwanger bin im 8. Monat. Was soll ich denn alleine mit dem Kind machen? Also ich will nicht, dass meine Tochter jetzt großgezogen wird, alleine ohne Vater. Und wir sind gerade mal 8 Monate verheiratet.